herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Live-Spiel im Bayerischen Fernsehen am 32. Spieltag in der Regionalliga Bayern zwischen dem 1. FC Schweinfurt 05 und dem TSV 1860 München. Endstand 1:3 vor 6.872 Zuschauern. 3 Tore für unsere Gäste erzielte Sascha Möllers, den Treffer für den FC Schweinfurt 05 erzielte Steffen Krautschneider. Ich begrüße alle Gäste und Medienvertreter und natürlich die beiden Trainer Daniel Birovka vom TSV 1860 und Gerd Klaus vom 1. FC Schweinfurt 05. Jetzt ist Zeit für Ihre Fragen und ein kurzer Hinweis: geben Sie uns ein Handzeichen. Sie halten dann das Mikrofon und nennen Sie uns bitte Ihren Namen und das Medium, für das Sie arbeiten. Ja, die Statements natürlich, klar. Und da fangen wir natürlich an mit Daniel Birovka. Entschuldigung. Ja, hätte man auch kürzer halten können, also passt schon. Ich bin erstmal froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. War nicht so einfach gegen einen Gegner, der mit Fünferkette und 4 davor, der musste erstmal Lösungen finden. Die ersten 20 Minuten haben wir ein bisschen zu ungeduldig gespielt, zu schnell nach vorne gespielt, dann haben wir es ein bisschen besser gemacht, dann hatten wir auch die Chancen, sind öfters in den torgefährlichen Bereich gekommen. Dann machen wir endlich das 1-0. Ich weiß nicht, ob es ein berechtigter Elfmeter war, aber wie gesagt, Elfmeter, dann das 1-0. Dann haben wir es eigentlich ganz gut im Griff gehabt und dann passiert natürlich was, was nie im Leben passieren darf, dass wir in einer Standard einen Konter kassieren und das 1-1 fällt, hat mich dann wahnsinnig geärgert. Und zum Glück haben wir dann die richtige Reaktion gezeigt, gleich das 2-1 erzielt. Und dann, finde ich, haben wir es eigentlich sehr gut gespielt, haben wir auch die anderen Chancen gehabt, in der zweiten Halbzeit nochmal zu erhöhen, haben es eigentlich auch gut verteidigt, haben wenig zugelassen hinten. Und von dem her, glaube ich, ist das auch im Großen und Ganzen der verdiente Sieg. Und ich wünsche Schweinfurt und Gerd viel Glück am Dienstag gegen Memmingen im Toto-Pokal. Und ja, das war's, danke. So, nun das Fazit unseres Trainers, Gerd Klaus, bitte. Ja, gut, ich glaube, war ein verdienter Sieg. 60 war, glaube ich, die bessere Mannschaft. Ich habe das 2-1 leider abseits gesehen, also war genau auf meiner Höhe. Ich glaube, dass die Nummer 31 Meter im Abseits war. Aber gut, war dann einfach zu schnell nach dem 1-1, wo ich gedacht habe, okay, jetzt können wir ins Spiel kommen und dann gleich noch einer, zwei Minuten später bekommen wir dann das 2-1. Das war, glaube ich, so der Knackpunkt heute im Spiel. Gut. Wir haben ein bisschen Spagat machen müssen für Pokal und heute, ja, ist nicht alles so aufgegangen, aber ich glaube, die Fünferkette, die haben sie ganz ordentlich gespielt. Wir haben, glaube ich, wenig zugelassen. Ja, gut, nach dem 2-1 haben wir dann ein bisschen offensiver verteidigen müssen und dann haben wir in der zweiten Halbzeit auf Viererkette umstellen müssen, weil wir gehofft haben, dass wir vielleicht noch einen Anschluss machen und das Spiel dann nur drehen können. Aber es ist uns leider nicht gelungen. Aber prinzipiell bin ich mit dem Spiel trotzdem zufrieden. Ich denke, wir haben viele Kräfte heute auch geschont. Dann sind die am Dienstag topfit und dann gibt es am Dienstag auch keine Ausreden. Danke.